So, ihr Lieben, ich habe jetzt mal ein bisschen den Schnelldurchlauf einfach weiterlaufen lassen. Die Folge war sowieso zu Ende und dann habe ich gedacht, lasse ich die fehlenden Patienten jetzt mal schnell behandeln, bevor wir weiter einsteigen. Wir wollen ja hier nicht unnötig das alles in die Länge ziehen. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Den Vorspulen-Button gedrückt und aufgrund von der Tatsache, dass es benötigt wurde, einfach noch einen weiteren Hausmeister eingestellt. Und wir sind jetzt hier, geschätzte Krankenhausleiterin, ein Sternekrankenhaus. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two-Point mit einem Stern bewertet. Sie leisten hier wunderbare Arbeit beim Verarzten dieser törichten Freizeitspinner. Ich selbst war nie ein Freund von Outdoor-Aktivitäten. Das Land sollte den Profit der Grundbesitzer dienen, nicht als Reiseziel für Wanderwütige. Fahren Sie mit der Knochenklempnerei fort, um sich noch mehr Belohnung zu verdienen, oder erweitern Sie anderswo die Organisation. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge. 10.000 Bonus an Kudosch war schön, nein, an Dollar. 100 Kudosch gekriegt und den kleinen Heizkörper. Interessant. Schauen wir mal, kleiner Heizkörper freigeschaltet. Was bringt uns denn der kleine Heizkörper? Also ist wahrscheinlich wieder Heizkörper, nur in klein, vermutlich. Hier, kleiner Heizkörper. Und macht dann wahrscheinlich nicht so schnell super warm, wenn ich den jetzt zum Beispiel hier platziere. Ah, guck mal, der heizt nicht so stark quasi. Das ist ganz cool, weil wenn wir in einem Raum zwei Heizkörper platzieren, wird es da drin vermutlich zu warm. Und mit dem kleinen Heizkörper können wir dem ein bisschen Abhilfe schaffen. Das ist ja ganz cool. Naja, gut. Sehr, sehr gut. Zwei Sterne Krankenhaus. Eine Heilungsrate von 70%. Krankenhauswert von 1 Million. Und heilen Sie 100 Patienten. Fudeludelu. Egal. Okay, wir haben auch direkt alles schon geschafft. Außer die 100 Patienten, aber wir haben schon zwei geheilt. Achtung, Achtung, in dieser Gegend wurden seismische Aktivitäten gemessen. Das könnte unser Gebäude beschädigen. Ja, es kommt ein Erdbeben auf uns zu. Das haben wir ja schon mal erlebt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob jetzt wieder so ein krasses Erdbeben kommt oder... nein, Quatsch. Ob ein krasseres Erdbeben kommt, wollte ich sagen, als beim letzten Mal. Ja, es geht. Es liegt hier ein bisschen Geröll überall rum, aber nur so minimal. Ist noch in Ordnung. Wir haben Herausforderungen. Ah, schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall, haben wir geschafft. Warum ich so überrascht klinge, ich weiß es auch nicht. So, so, so. Wir haben auf jeden Fall die nächste Krankenhausstufe schon mal erreicht. Wir sind in Stufe 7 Krankenhaus, was ja an sich auch schon mal ganz gut ist. Nein, da wollte ich... So. Aber, was tun wir jetzt? Wir haben hier keine psychologischen Fälle oder sonst was. Weswegen es sich lohnen würde, eine Psychiatrie zu errichten oder was auch immer sonst. Das Einzige, was ich jetzt mal machen kann, ich kann mal die Apotheke hier rüber oder hier hinter verlegen. Ich verlege mal die Apotheke hier nach hier hinten. So. Okidoki. Mach mal hier noch einen kleinen Wartebereich. Also vergrößere quasi den Wartebereich hier drüben. So. Ist es hier warm genug? Heizung? Ja, hier ist es warm genug. Damit wir hier drüben die Station ein bisschen erweitern können. Ich denke, das ist... okay. Wobei, wenn ich die jetzt natürlich wieder erweitere, dann fliegen die hier alle raus. Weiterbildung benötigt. Mhm, Nachwuchspfleger. Was sind das hier für oben für ein Giraffenfoto? Okay. Der Asquith. Personal. Pflegepersonal. Wo arbeitest du denn? Du arbeitest... Nurse to General Diagnosis. In der allgemeinen Diagnose. Okay, dann soll er jetzt erstmal hier ein bisschen eher mehr Geld, damit er nicht so deprimiert guckt. Und dann würde ich ihn tatsächlich weiterbilden. Und zwar in Diagnostik. So. Damit das besser funktioniert hier drüben. Hier machen wir mal unseren altbekannten Zauber. Prim, palim, palim. Nein, verkaufen. Verkaufen. Verkaufen.
Personalherausforderungen, erreiche ein, ja, Stufe 4 Pausenzimmer, können wir noch machen. Ich fände das wirklich schön, wenn ich auf Bearbeiten klicken könnte, ohne dass die hier alle rausfliegen. Das fände ich wirklich, wirklich schön. Aber da das leider nicht geht, machen wir das jetzt mal so. Ja, so ist das, denke ich, ganz gut. Die Heizung verfrachten wir mal hier raus. Die Heizung verfrachte ich mal hier an den Rand. So. Erstmal alles löschen eigentlich. Das ist eigentlich viel besser. Was ist denn hier noch? Das ist die Uhr. Ja, tschüss. Lassen wir die Uhr sein. Das kann noch weg. Und dann wollen wir mal hier noch ein paar Betten platzieren. Ich sehe gerade, theoretisch müsste das gar nicht so breit sein. Wir können hier wieder eine Reihe wegmachen. Guck mal, das reicht trotzdem noch locker, um da vorbeizulaufen. So. Und ein Bett. So. Und so. Und so. Theoretisch würde ich hier sogar noch eins hinpassen. Ich belasse es jetzt aber erstmal bei 6 Stück. Die Kaffeemaschine wurde mir angeraten, die bei den Pflegern nicht hinzustellen. Deswegen lassen wir die mal direkt verschwindibussen. Und ja, stellen stattdessen Spinde hin. Ich bin mir unsicher. Oder irgendwie, ja. Ah, hier, das geht zum Beispiel schon mal nicht. Das heißt, wir müssen hier vorne echt mit Deko arbeiten, um die Prestige zu erhöhen. Alles andere funktioniert nicht. Wandmonitore, Arzneimittelschrank. Genau, wo ich es gerade lese. Auch der Arzneimittelschrank wurde mir nahegelegt, denn, wie ihr gerade hier unten lesen könnt, ich lese es auch gleich nochmal vor, Arzneimittelschrank enthält haufenweise abgelaufener Medikamente, lässt das Zimmer professioneller aussehen, aber plus 1 Diagnose und plus 1% Behandlungsvermögen. Deswegen, kurz darauf, schalten wir den jetzt mal frei. Der sieht auch eigentlich ganz schnieke aus. Stellen den auch mal hier mit dazu. Stackt das? Das wäre natürlich geil, aber kann man das auch irgendwo ablesen? 1000 kostet der. Ah, sieht auch nicht, passt auch nicht schön hin. Stellen wir den einfach ein bisschen mittig hin, hier so. Das würde mich mal noch interessieren, ob das stackt. Aber das können wir ja bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo ablesen kann. Wenn man es irgendwo ablesen kann, können wir es ja mal ausprobieren. Nee, Trinkbrunnen wollte ich gar nicht. Pflänzchen wollte ich noch ein paar. Und ich wollte dann doch nochmal hier die Spinde hinstellen. Eine ist dann auch doof. Dann lieber so. Nee, ist auch doof. Was haben wir denn noch? Ein Aktenschrank. Achso, die Heizung. Ja, natürlich. Wir müssen ja dann auch noch Heizungen aufstellen. Ich mache jetzt erstmal auf OK. Und auf Ja, weil das ist nämlich die Uhr. Und dann gucken wir hier mal bei Temperatur. Ja, das hatte ich nämlich befürchtet. Wir müssen hier hinten noch eine Heizung hinbauen, aber wahrscheinlich sogar eine große. Ich drehe dies mal. So. Ja, guck mal, das ist aber warm genug hier drin. In Ordnung. Wir könnten natürlich den besagten Stuhl, den wir jetzt hier freigeschaltet haben, aus der letzten Folge, einfach mal hier platzieren. Warum nicht? So. Das verschieben wir auch immer noch ein Stückchen. So. Sieht ein bisschen schöner aus. So. Und dann haben wir jetzt hier mal eine große Frakturenstation. Maintenance Announcement. Toilets need. Weil ich vermute, dass wir die öfter noch brauchen werden hier. Ich glaube, die brauchen wir wirklich noch häufiger. Ja, ansonsten hier hinten ist quasi wie leer gefegt. Hier steht wieder alles voll. Wir brauchen unbedingt noch jemanden, der hier sich drum kümmert, damit die junge Dame mal Pause machen kann. So wie ständig eigentlich. Geborene Mentor. Oder hier geborener Mentor. Muss öfter zur Toilette als andere. Ja, Weiterbildungslehrgang finde ich ein bisschen unnütz eigentlich. Hat auch eine schwache Blase, dann können wir auch ihn hier einstellen. So. Guten Tag. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Ja. Sie kommen her wegen einer Monobrau. Oh, Sie sind einfach in den Topf gefallen. Passiert.
Ja. Was machen wir jetzt noch? Das Pausenzimmer. Wir können uns gleich mal um das Pausenzimmer kümmern. Guck mal, wir haben 3 von 5 Patienten geheilt. Ja, weil wir das jetzt umgebaut haben. Wir kümmern uns direkt ums Pausenzimmer. Wir wollen nicht die Yucca verkaufen. Wir wollen das Pausenzimmer bearbeiten. Macht keinen Sinn, das hier oben. Hier könnten wir es hinsetzen. Oder hier. Wir können es natürlich. Why not? Ich meine, steht ja nirgendwo, in welchem Format das gebaut sein muss, oder? Hauptsache, die Prestige stimmt und es sieht schick aus. So, was können wir denn für das Pausenzimmer noch freischalten? Erstmal würde ich sagen, wir machen hier noch ein Teppichchen, weil ich die schön finde. Außerdem bringen die echt viel Prestige. Dartscheibe, Fernseher, Kaffeetisch, Lampe, Sitzsack, Trainingsgerüst. Dartscheibe. Bitte nicht mit Spritzen spielen, ehrlich, es reicht. Sitzsack. Sitzgelegenheit erhöht den Komfort. Was mit der Dartscheibe? Bietet Unterhaltung. Ja, die Trainingsgeräte genauso. Spielautomaten. Verringert Langeweile. Ich würde sagen, wir schalten mal die Dartscheibe frei, weil mich das interessiert, wie die aussieht. Und. Erhöht die Zufriedenheit. Boxsack. Spielautomat. Süßigkeitenspender. Süßigkeitenspender, die können wir auch aufstellen. Die können wir aber überall aufstellen. Süßigkeitenspender. Die wollte ich die ganze Zeit schon mal freischalten, habe es immer wieder vergessen. Hinten zum Beispiel. Zack. Süßigkeitenspender. Was haben wir denn noch hier? Trophäenschrank. Ja, man kann es auch übertreiben. Berggemälde. Oder das Hündchen-Zertifikat. Erhöht das Krankenhausambiente und das Ausstattungslevel. Dann. Zack. Zack. Bronzestern. Erhöht selbiges. Goldstern. Telefon. Bietet Unterhaltung. Ja, aber. Oh. Das können wir im Krankenhaus aufhängen. Für die Besucher. Immer hier in den Wartebereichen. Können sie immer zu Hause ihre Familie informieren, wie es ihnen geht. Aber für hier nützt uns das jetzt nicht so viel. Deswegen. Ja, was können wir denn nochmal platzieren? Wir könnten natürlich noch ein Sofa hinstellen, noch ein Bücherregal etc. Das haben wir ja hier auch alles schon. Können natürlich den Süßigkeitenspender auch hier vorne hinstellen. Dann kann hier noch ein weiterer Spind hin, wenn ich sie finde, denn hier oben. Spinde. Einmal drehen, bitte. Zack. Nein, schön, bitte. Nein, so. Das ist nicht so schön mit dem Teppich, aber das passt schon. Man weiß, macht eh keinen Sinn, dass der Teppich unter der Heizung liegt. So. Kann man das hier noch? Nein, liebe Melodie, das geht nur bei Sims. Aber dann rutschen wir das hier alles noch eins auf. Ich finde es schön, dass immer das mit dem Prestige nochmal aufploppt. Damit wir es auch ja nicht vergessen. So, jetzt passt es nämlich schön. So, hier vorne ist noch Platz. Was kann denn hier vorne noch hin? Schalte ich jetzt doch die Sitzsäcke mal frei? Bin mir unsicher. Ich habe übrigens, ja, ich weiß, es ist das ganze Kudosch ausgegeben. Deswegen schalte ich jetzt doch nicht diese Zecke frei. Aber was kann ich vorne noch hin? Ich mache mal noch ein paar Sofas. Oder Sessel, besser gesagt. So. Dann versetzen wir die Tür mal noch hier hin. Hier nehme ich auch noch einen Sessel hin. So. So, ich kann noch einen Mülleimer daneben. Dann haben wir hier doch ein sehr, sehr schönes Pausenzimmer errichtet. Haben auch direkt die Mitarbeiteranfrage erledigt. So, jetzt bin ich tatsächlich mal auf die Leute gespannt, die hier Pause machen. Los Leute, macht Pause. Ah, guck mal. Ich hätte den Süßigkeitenautomat benutzt. Ja.
Ich möchte auch jemanden sehen, der telefoniert. Da telefoniert jemand. Sehr gut. Ah, haben wir doch wieder alles richtig gemacht hier. Sachen freischalten und so ist immer gut. Ah, den Müll schön brav in den Mülleimer geworfen. Chillt jetzt hier ein bisschen auf dem Sessel rum. Ach, wunderbar. Kannst du bitte Dart spielen? Nein. Aber sie geht zum Spind. Ist da eigentlich was drin? Nein. Jetzt macht sie sich noch einen Kaffee. Setzt sich hier wieder hin. Trinkst du jetzt hier deinen Kaffee? Nee. Ah, sie hat Kaffee aufgesetzt wahrscheinlich erstmal. La la la. Das haben wir gar nicht gehört, weil wir beobachten gerade, wer bist du eigentlich? Dr. Poppy Split. Oh, sie hat sogar einen Zauberwürfel. Wo hat Dr. Poppy den Zauberwürfel gefunden? Wer weiß. Und war nicht gerade das hier noch dein Spind, Dr. Poppy? Naja, wer weiß. Jetzt ist aber der Kaffee durch, oder? Immer noch nicht. Eieiei, was ist das für eine Kaffeemaschine? Da würde ich mich doch mal beim Krankenhausleiter beschweren, bei so einer Kaffeemaschine. Hm. Nein, bitte beschwert euch nicht. Bitte, bitte, ihr lieben Mitarbeiter, beschwert euch nicht. Das wäre nicht so gut. Hier, Weiterbildung, Diagnostik abgeschlossen. Das ist schon mal schön. Und bei unseren, in Anführungsstrichen, normalen Ärzten ist wieder die Hölle los. Deswegen würde ich jetzt mal gleich sagen, wenn das hier durch ist, drücken wir das alles auf, dann kann hier vorne noch eine weitere Arztpraxis hin. Oder anders, wir lagern das hier aus, bearbeiten. Ring. So rum. Zack. Ja, super. Ich brauche auch einen Geist übrigens. Ah, Beförderung. Nachwuchspfleger befördert. Ja, Weiterbildung benötigt. Wer bist du? Der Benedikt. Da gucken wir gleich mal. Besuch vom Gesundheitsminister. Benedikt. Was machst du denn, Benedikt? Nee, Personal, nicht Patienten. Benedikt. In der Cardio. Das heißt, achso, ja, ich kann hier direkt klicken, weiterbilden. Kardiologie ist Diagnostik. Bilden wir dich da drin direkt weiter. So. Dann können wir das hier auch schon mal aufschieben, bearbeiten. Und in Ordnung. Dann können wir noch ein weiteres... Ein weiteres Arztpraxis hinstellen. La 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 la. Also war schon richtig rum. Du 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 du. Ah, guck mal, hier kann auch der Arzneimittelschrank mit rein. Das ist ja cool. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so viel, naja, ausmacht. Dass man dann wirklich sagt, ja, zum Glück haben wir jetzt den Arzneimittelschrank für viel, viel cooler freigeschaltet. Der ist so cool und der bringt uns so viel. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß halt nicht, ob das wirklich so die riesen Errungenschaft ist. Ich hoffe, wäre geil. Es wäre sehr, sehr cool. So, wir brauchen noch einen Stuhl. Haben wir jetzt gelernt. Wir brauchen Stühle, braucht das Land. Und Uhren. Und Anschlagebretter. Und Zeichnungen. Und Zertifikate. Und vor allem Ärzte. Ich würde jetzt mal sie einstellen, aufgrund der Tatsache, dass sie hier schon Psychiatrie hat. Falls mal jemand reinkommt mit psychiatrischen Problemen und wir dann genau in dem Moment hier niemanden mehr haben, der als Psychiater geeignet ist, haben wir halt jetzt einfach schon mal vorher jemanden eingestellt. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist... sind wir auf der sicheren Seite, falls wir eine Psychiatrie eröffnen müssen. So, wir bauen hier noch ein bisschen weiter.
Vor allem bauen wir gleich jetzt mal hier hinten noch einen Snackautomaten hin. So. Damit die Leute auch schön hier uns ihre Kohle da lassen. Ach, hier ist auch kein Arzt gerade. Der macht gerade Päusli. Alles klar. Deswegen zieht sich das jetzt hier auch gerade ein bisschen. Weiterbildung benötigt. Ja, demnächst wird gerade jemand anders weitergebildet. Ich werde jetzt keinen zweiten Weiterbildungsraum bauen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das, dass wir gar nicht so viel Personal haben, um das abzudecken. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Was wir noch machen können, gehöre ich in eine Beförderung. Wir können mal noch kurz die Finanzen abchecken. Genau, das hatte ich nämlich befürchtet. Dass hier der ein oder andere dazwischen ist, der unzufrieden ist mit seinem Gehalt. Weil es geht tatsächlich. Waren jetzt nur zwei. Was haben wir hier noch? Beförderung. Ja, tschüss. Befördert. Also klar. Können wir so machen. Ja. So. Hier hinten ist immer noch. Ja. Mehr oder weniger. Nicht wirklich was los. Maintenance Announcement. Automated snack machines need restocking manually. Schön, dass wir jetzt extra die Frakturstation ausgebaut haben. Da. Das ist mal wieder eine große, große Glanzleistung von mir gewesen. Naja, so ist das eben. Ihr kennt das ja schon.